Ja, hallo, liebe Freunde, lieber Interessent, Joseph ist hier. Ja, ich möchte heute mit dir wieder mal eine Vision teilen oder dich auf eine Möglichkeit hinweisen bzw. für etwas begeistern, und zwar für das moderne Network Marketing, mit dem du ohne Hektik, ohne Stress in Richtung Quality of Life gehen kannst, wenn du möchtest. So, jetzt die Frage: Hast du dir schon einmal überlegt, wie es sein könnte, wenn du mit deiner Familie im Grünen, im Wohlstand leben könntest? Im Wohlstand leben könntest. Versuch einmal darüber nachzudenken, versuch dir ein Bild darüber zu machen, versuch es zu fühlen, wie es wäre, wenn du im Grünen, schönes Häuschen, schönen Garten, Familie im Grünen, Geld verdienst. Mit dem modernen, heutigen, salonfähigen Online-Network-Marketing-Konzept. Das heißt, nach dem Slow Living Programm oder Konzept. Ohne Hektik, ohne Stress. Mit einem Konzept, mit vielen Dingen, die automatisiert sind. Mit einem Business, das zu 99,9% online läuft. Also über Internet. Aber natürlich von Mensch zu Mensch, ganz klar. Es geht über Network Marketing zum Endkunden. Und die Endkunden kaufen Produkte direkt auf deinen Online-Shop. Genauso wie auf tausenden von deinen Partnern, die du in dieses interessante, fantastische, tolle Geschäft hereingebracht hast. Ebenfalls mitverdienst an den Umsätzen, die deine Gruppe, deine Organisation, deine Struktur, wie man das auch immer nennt, Umsatz macht, von dem und du dann die Provisionen beziehst. Und mit diesen Provisionen, mit den Erträgen, die du von deiner sogenannten neuen Selbstständigkeit erzielst, kannst du dir das Leben im Grünen leisten. Ich rede jetzt nicht von ein paar hundert Euro, sondern ich rede da von einem wirklichen lukrativen Einkommen. Ich habe mein ganzes Leben für diese Zielgruppe meine Zeit investiert, um Leuten, die es sich vorstellen können, die es sich leisten wollen und auch dann leisten können, im Grünen zu leben. Oder dort zu leben, wo es schön ist. Warum lasst ihr euch das einreden? Na, du musst jetzt nicht da früh aufstehen und musst jetzt nicht die Arbeit fahren und dann musst du brav dienen und dann musst du lernen und lernen und dann musst du und musst du. So, also ein Schmoren müssen wir. Genau genommen ist das für mich, was damals die Hürde, die ich mir gelegt habe. Ich muss nicht mehr müssen. Ab dem Zeitpunkt, wo ich es mir leisten kann, kann mir die ganze Welt fitschigoggeln. Ich muss es nicht mehr müssen. Ich darf es tun. Das ist mein ganzes Leben. Ich durfte Reisen machen. Ich durfte tausende Leute ins Geld verdienen bringen. Ich durfte. Ich musste nicht. Weil ich es mir tun, Josef muss nicht müssen. Das war für mich das Um und Auf, das Schöne in den ganzen 55 Jahren, oder 50 Jahren, was ich aktiv in diesem tollen, im klassischen Netzwerk tätig war, außer die letzten Jahre, wo ich ja schon komplett umgestellt habe auf Long Distance. Heute nehme ich mir die Zeit, um all den Leuten, die mehr darüber wissen wollen, die nötigen Informationen zu geben, mit ihnen eine Analyse zu machen. Was ist bei dir machbar? Wie ist es machbar? Das mache ich dann bei der Beratung. Aber was sind die Voraussetzungen? Was hast du für eine Voraussetzung dazu? Was kannst du einbringen? Was willst du einbringen? Und was bist du bereit einzubringen? In Form von Geld, von Zeit, von Lernbereitschaft oder von persönlicher Weiterentwicklung und so weiter. Und dann kann ich sagen, ist das, was du dir vorstellst, machbar oder nicht?
Ist es machbar? Hast du meine volle Unterstützung? Egal in welcher Form das dann ist. Ob ich dir dann einen Sponsor suche, ein Unternehmen suche oder ob ich dich begleite als Mentor, was auch immer, das kann man alles dann in Ruhe, aber das mache ich nur, ausschließlich, immer nur mit den Leuten, die sich bei mir gemeldet haben, Anfrage geschickt haben, dann schicke ich dir die kurze Info, die bestätigst du, die Infoanfrage, dann habe ich, oder hat unsere Agentur, ein Opt-in, dann darf ich dir laut Datenschutzverordnung nämlich die Informationen schicken. Vorher darf ich es nicht und tue ich es nicht. So, also jeder, der die Hosen voll hat und sich nicht melden traut, hat er Pech gehabt. Ne? Ich schicke nicht einfach nur was. Ich mache auch keine Werbung fürs Produkt X und keine Werbung für die Firma XY, sondern mich interessiert die Person, die sich mir anvertraut, die zu mir kommt und sagt, Josef, ich möchte das oder das erreichen. Ist das für mich machbar und wie soll ich tun? Für die habe ich meine Zeit. Für die werde ich bis zum letzten Tag meines Lebens zur Verfügung stehen. Aber nicht für irgendwelche Halligalli und für irgendwelche Blödheiten, sondern für ehrliche, aufrichtige Interessenten, die etwas erreichen wollen, die in Richtung Quality of Life gehen wollen. Alle, die meine Videos haben, wissen, was ich meine mit Quality of Life. Wenn du im Grünen leben darfst und es dir leisten kannst und nicht mehr in die Arbeit fahren musst, nicht mehr ins Büro fahren musst oder nicht mehr in dein Geschäft fahren musst. Dass du dein Geschäft verpochtest, verschenkst, was auch immer. Am besten ist verschenkst und mach es schlicht und sag aus. Und starte ein neues, ein heutiges, modernes, neues Online-Network-Marketing. Wo du von Tausenden von Leuten, die bei dir einkaufen, aber nicht in dein Geschäft, wo du drinstehen musst, am Point of Sale anwesend sein musst, sondern wo die Leute von den Online-Jobs da draußen oder über das Network-Marketing-Konzept und System alle, die was da sind, ihren Anteil verdienen, ihre Provisionen oder ihre Erträge haben und du, wenn du von mir die richtigen Informationen gekriegt hast und es dann aber auch richtig durchführst, ein herrliches, sorgenfreies, stressfreies Leben führen kannst mit deiner Familie. Also wo du sagst, jetzt bin ich Networker Privatier. Jetzt kann ich im Grünen leben. Jetzt kann ich meine Hobbys und jetzt kann ich alles machen, weil ich es mir zeitlich und auch finanziell leisten kann. Dort will ich hin. Wenn dich das interessiert, lieber Interessent, nicht verzagen, Josef fragen, aber vorher unbedingt die Infoanfrage ausfüllen, rechts oben auf der Seite agentur-twc.eu, rechts oben Infoanfrage anklicken, Name, E-Mail und nicht vergessen, unbedingt Skype-Adresse. Denn dann, wenn ich die Bestätigung habe, rufe ich dich auf Skype oder schreibe auf Skype, machen wir unseren Termin auf Skype und dann reden wir über die Möglichkeiten. Dann machen wir mal eine kurze Analyse und schauen wir mal, wer bist du, was hast du bisher gemacht, was hast du für Visionen, wo willst du hin? Und dann sage ich, okay, mit den und den Tools, mit den und den Firma, mit den und den Produkten, mit den und den Konzepten, kann ich es mir vorstellen, dass es für dich machbar ist. Und wenn das gegeben ist, dann reden wir darüber, wie wir das dann machen. Aber nicht vorher. Es braucht mir keine Ahnung. Was ist für Firma? Was ist für Produkt? Den Blödsinn braucht man nicht erzählen. Denn das weiß ich nicht. Es kommt immer darauf an, für was bist du oder sie sind am besten geeignet. Ich bin nicht in der Firma X oder Y. Das war nicht lang genug. Ich bin heute, oder ich gebe heute meine Zeit für die Partner, für die Interessenten, die es wert sind, ehrlich, aufrichtig sind und die wissen, dass sie etwas wollen, dass sie auch etwas bereit sind zu tun, zu investieren. Wenn, bitteschön, bin ich gerne bereit, ausführlich darüber zu reden, immer via Skype, in Bild und Ton, nicht vergessen. Alles Liebe, tschüss, baba.